Die Bundesrepublik Deutschland steht mit ihrer Bevölkerungsdichte an vorderer Stelle in Westeuropa. Die geografische Lage und Gliederung sowie ihre geringe Tiefe lassen es oft nicht zu, größere Geländeräume wie die einer Stadtregion oder eines Ballungsgebietes auch nur vorübergehend aufzugeben. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Räume mit ihren Verwaltungseinrichtungen, Krankenhäusern, Fernmeldeanlagen, Energie, Wasser- und Nahrungsmittelversorgungen sowie ihren Industrie- und Verkehrsanlagen ist entscheidend. Und das Verhältnis von bebautem Gebiet zu Wald- und landwirtschaftlich genutzter Fläche verschiebt sich jährlich um ca. 300 Quadratkilometer zugunsten von Wohn-, Verkehrs- und Industrieanlagen. Deutschland ist ein Industriestaat. Für den potenziellen Gegner sind die Industriegebiete der Bundesrepublik aufgrund der dichten Besiedlung nicht zu umgehen. Eigene Truppen verteidigen sich gegen aus Osten angreifenden Feind. Der Feindangriff wird frühestens in 12 Stunden erwartet. Feindliche Aufklärung wurde bis jetzt weit vor der Stadt abgewiesen. Unser Bataillon, im Verteidigungsraum der Brigade Links eingesetzt, hat den Auftrag, Feindangriffe aus nordostwärtiger Richtung im Zuge dieser Straße und entlang des Bahnkörpers abzuwehren und das weitere Vordringen des Feindes in Richtung Stadt zu verhindern. Der zweite Zug einer Panzergrenadierkompanie hat den Auftrag, beiderseits angelehnt dieses Bahnbetriebswerksgelände zu verteidigen. Für das Einrichten zur Verteidigung ist eine Pioniergruppe auf Zusammenarbeit angewiesen. Luftraumspäher und zur Fliegerabwehr eingesetzte Schützenpanzer sichern den Luftraum. Der Kompaniechef erteilt dem Zugführer des zweiten Zuges den Befehl, dieses Bahnbetriebswerk mit Lokschuppen und den umliegenden Gebäuden zu verteidigen. Die gemeinsame Erkundung des Kompaniechefs mit seinen Zugführern ist durchgeführt. Haben Sie noch Fragen? Keine Fragen. Der zweite Zug erreicht seinen Einsatzraum. Der Zugführer muss nun die Erkundungsergebnisse umsetzen, den Operationsplan darauf abstimmen und den Zugbefehl vorbereiten. Wir haben den Auftrag, hier dieses Bahnbetriebsgelände zu verteidigen. Es fehlt Material zum Stellungsbau. Rechte Grenze, rotes Backsteinhaus. Haben Sie noch Material zum Stellungsbau? Ja, hier drüben. Ein ungeklärter Punkt ist das Kanalsystem. Die Einsicht in Pläne hat ergeben, dass die Kanalisation in Feindrichtung in nicht verteidigtes Gebiet führt. Hier wird klar, wie nützlich die Zusammenarbeit mit Ortskundigen ist. Frühzeitige Verbindungsaufnahme mit Stellen der territorialen Verteidigung und zivilen Dienststellen erleichtert die Durchführung des Auftrages, erspart oft langwierige Einzelerkundungen und bringt Zeitgewinn. Also, erst Verbindung aufnehmen und dann erkunden. Die Untenstellung. So, das hier ist unser Verteidigungsgelände mit linker Grenze Hochhaus. Auftrag und Informationen bilden die Basis für die Planung des Zugführers. Die Gruppe Türk geht dort unten in dem langgestreckten Gebäude in Stellung und die Gruppe Fischer hier vorne in dem Quergebäude. Die Gruppenführer übernehmen ihre Gruppen. Gruppe folgen! Hier wird schon Material für den Bau von Feldbefestigungen und Sperren abgeladen. Wenn ihr meine Gruppe befohlen. In Ordnung. Meine Gruppe findet diese Richtung 50 und wartet auf ein Zeichen. Die Pioniergruppe ist eingetroffen. Sie unterstützt den Zug beim Herstellen der Verteidigungsbereitschaft durch Anlegen von Sperren und Einbau versteckter Ladungen. Ich weise den Sperrenbau ein. Jawohl. Gute Ortskenntnisse aller unterirdischen Anlagen sind erforderlich, um sie für Bewegungen in der Verteidigung voll zu nutzen, dem Gegner Annäherungswege zu versperren und ihn immer wieder zu überraschen. Grundsätzlich ist zu beachten,
Sie sind genau zu erkunden, um dem Verteidiger vertraut zu werden. Ein Erkundungskommando in der Kanalisation sollte bis 4 Mann stark sein. Hier sind es 4, geführt vom stellvertretenden Zugführer. Von ihm mitzuführen sind Karte, Marschskizze oder Plan, Kompass und ABC-Schutzmaske, 3 bis 4 Lampen, ein Sicherungsseil und Material zum Öffnen der Kanaldeckel. Außerdem sollen Markierungsmittel und Handschuhe mitgeführt werden. Vor dem ersten Einstieg sind die Deckel mindestens 15 Minuten zur Entlüftung zu öffnen. Hier bewähren sich die rutschfest präparierten Stiefel. Der erste Mann soll die Begehbarkeit, die Atemluft, den Wasserstand und die Fließgeschwindigkeit feststellen. Unterirdische Anlagen wie Tiefgaragen, Unterführungen, U-Bahnsteige, Tunnels, Bergwerkstollen und Kanalisationen eignen sich als Deckungen und Verbindungswege für Verteidiger und Angreifer. Sie ermöglichen ein gedecktes Verschieben und damit einen überraschenden Einsatz von Kräften an unvermuteten Stellen. Gerade im Industriegebiet mit seinen vielen Abwässern finden wir häufig ausgedehnte Kanalisationsanlagen. Ist die Strecke begehbar, folgen die Soldaten nach frühestens 10 Minuten dem ersten Mann, denn im Kanalsystem können sich giftige Gase entwickeln. Ein Sicherungsseil wird vom Sicherungsposten am Einstieg auf Zug gehalten. Bei Zwischenfällen leistet er Hilfe. Der erste Soldat des Erkundungskommandos geht etwa 10 Meter voraus. Bei Fließgeschwindigkeit über 2,5 Meter pro Sekunde oder starkem Gefälle werden die Abstände vergrößert. Um erkundete Teile des Kanalnetzes wiederzuerkennen und sich darin zurechtzufinden, sind Markierungen an der Kanaldecke besonders an Abzweigungen anzubringen. Alle Soldaten sind anzuseilen und durch Sicherungsposten am Einstieg zu sichern. Während die Erkundung der unterirdischen Verbindungen vorgenommen wird, verstärken Pioniere eine S-Drahtsperre durch Einbau versteckter Ladungen, hier mittels Beobachtungsminen, werden Sprengmittel, Panzerabwehrminen und Alarmleuchtkörper übernommen und im Verlauf des Ausbaus der Stellungen von den Panzergrenadieren eingebaut. Dabei werden sie von den Pionieren unterstützt. Wird Munition zugeführt, werden Sandsäcke gefüllt, bezieht der Zug seine Stellungen. Ein gutes Schussfeld. Ihre Stellung befindet sich hier mit Liegegrenze. Die Gruppenführer weisen ihre Gruppen in die zugewiesenen Stellungen ein. Sie erteilen Aufträge an die einzelnen Soldaten. Wir haben den Auftrag, diese Stellung in 2 Stunden fertigzustellen. Haben Sie hierzu noch Fragen? Nein. Rest der Gruppe, mitkommen. Stütze 6? Ja. Wiederholen Sie Ihren Auftrag. Ich habe hier den Auftrag, MG-Stellung auszubauen. Linke Grenze Kessel, rechte Grenze Mauer, Hauptschussrichtung geradeaus. Richtig, fangen Sie gleich an, Alarmpost mitbekommen. Ich zeige Ihnen die rückwärtige Stellung. Ich werde das hier die Stellung ausbauen lassen und wir brauchen Alarmstellung jetzt. Die Schwellen sind geeignetes Material zum Stellungsbau. Im Lokschuppen muss man sich nicht nur vor Artillerietreffern, sondern auch vor herabstürzenden Dachtrümmern schützen. MG-Schütze und Schütze zu, mitkommen. Hier bietet sich eine Stellung, aus der mit flankierendem Feuer vor die Kampfstände der Gruppe gewirkt werden kann. Sie müssen Feinde entlang der Gleise, die hier links versucht durchzustoßen, vernichten können. Auch hier ebenfalls Stellung hier oben abdecken. Hierzu noch Fragen? Ich habe den Auftrag, ich bin hier als Horchposten eingesetzt.
bei Auftauchen des Feindes Ihnen zu melden, durch die, unter den Waggons durch die Halle zu Ihnen. Richtig. Nicht vergessen, ja. Nicht schießen, wenn Feind auftaucht. Dort bauen Sie Ihre Stellung aus. Von hier aus hat der Scharfschütze gute Wirkungsmöglichkeiten. Die Abdeckung muss bei Artilleriefeuer mehr aushalten. Eure Stellung muss noch mehr aushalten. Deckt mal das Artilleriefeuer. Jetzt komm ich. Das Wechseln der Stellung erfordert allerdings Geschick und Mut. Ich weise Sie jetzt in Ihre Stellung außerhalb des Stofflagers ein. Ich habe den Auftrag, hier aus dieser Stellung zu verteidigen, mit linker Grenze Hausecke und rechter Grenze Toreinfahrt. Richtig. Schütze 3 mitkommen. Hier, die Gasflaschen müssen noch wegfahren. Um flankierend vor die Nachbarstellung wirken zu können, muss ein Loch in die Außenmauer gebrochen werden. Während der Stellungsbau Fortschritte macht, alarmiert der stellvertretende Zugführer gelegentlich. Also bewischt! Haben Sie Ausrüstung lassen, Mann! Um bei Überraschung durch den Feind gefechtsbereit zu sein. Hier bereitet sich der Schützenpanzer eine Wechselstellung vor. Die Enge der Stadt bietet dem Verteidiger oft bessere Möglichkeiten für gedeckte, teilgedeckte oder versteckte Stellungen als ein Fabrikgelände mit seinen weiträumigen Hallen, deren herabstürzende Dächer sehr gefährlich werden können. Auch schützen hier nicht mehrere Decken und massive Wände gegen feindliche Waffenwirkung. Der Ausbau der Stellungen geht voran. So, hier habe ich die kleine Tarnung von die Jacke, wir können einfach nicht drüber hängen. Schaufeln aufhören. In Anschlag gehen. Linke Grenze. Rechte Grenze. Haupttürsrichtung. Achtung! Hochspannung in der Oberleitung. Gefahr bei umstürzenden Masten. Das Schussfeld einer Panzerfaust. Wie weit sind Sie? Fast fertig. Die Rückstrahlzone muss noch frei gemacht werden. Sie müssen hier Ihre Mine besser tarnen. Inzwischen verminen die Pioniere das Vorfeld. Die Tonnen müssen da vorne noch weggeräumt werden, Kampfstand oben abdecken. Jawohl. Ein vorhandener Graben wird freigeräumt. Er dient als Verbindungsweg. Nicht einsehbar und gegen Splitter geschützt. Und schafft so die sichere Verbindung zur Wechselstellung. Wie weit sind Sie? Ziemlich fertig. Deckung hier vorne und oben verstärken. Diese Stellung ist nicht schlecht, aber zu schnell erkennbar. Aus der Tiefe des Raumes wirken, denn vor dem dunklen Hintergrund ist nichts zu sehen. Der Unterstand für die Gruppe muss sicher sein. Die Hallenwände und Decken sind starkem Beschuss nicht gewachsen. Die Erkundung hat ergeben, dass das Kanalsystem direkt in nicht verteidigtes Gebiet führt. Es muss also auch überwacht und verteidigt werden. Hier wird eine Stellung auf einem Gerüst in den Einstieg gebaut. Hinter Sandsäcken liegt der Schütze auf den Brettern in Deckung. Die Stellung ist über dem Wasser angebracht und bleibt selbst bei starker Wasserführung benutzbar. Der Alarmposten kann Alarmleuchtkörper bedienen
um den Kanal in Feindrichtung zu beleuchten. Doch Vorsicht, Rauchentwicklung. Die unterirdischen Wege sind gesperrt oder unter Kontrolle des Verteidigers. Wenn der Feind hier eindringt, wird das Gebäude gesprengt. Holen Sie noch eine Rolle Sprengschnur. Jawohl. Bei Gasanlagen sind vorsorglich alle Schieber zu schließen. Bei Stromanlagen sind die Hauptsicherungen zu entfernen und die Anlagen abzuschalten. Hier müssen Spezialisten helfen. In Industrieanlagen ist überwiegend mit Starkstrom zu rechnen. Wir sind hier im Gefahrenbereich der Hochspannungsleitung. Machen Sie einen Stellungswechsel nach links. Deshalb bei ungewissem Zustand unmittelbare Nähe meiden. Bei Behältern unter Druck werden die Ventile geöffnet. Der Fachmann überprüft den Schaltkasten. Die Leitungen sind ohne Strom. Zur Verteidigungsbereitschaft gehört die gesicherte Verbindung zum übergeordneten Führer und zu den Nachbarn. Das Werkstelefonnetz kann genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass der Feind nicht mithört. Natürlich muss die Vermittlung in eigener Hand sein. Alle Stellungen müssen für den Verteidiger auch bei Nacht gut auffindbar sein. Geh noch mal zur zweiten Gruppe! Jawohl! Halt! Funkerlaubnis erst ab Feindberührung. Mal herschauen! Zeichen für Gefechtsbereitschaft! So! Sichtzeichen werden verabredet, Lichtsignale besprochen. Diese Zeichen müssen alle Soldaten der Gruppe kennen. Der Stellungswechsel erfolgt im Schatten des Gebäudes. Ja, links! Die Verbindungswege werden abgegangen. Wir laufen jetzt im Weg beim Gegenangriff zum Zugtrupp. Schütze 2 und 3 zu mir. Ja. Beginn jetzt den Weg beim Gegenangriff zum Zugtrupp ab. Jetzt überprüft der Zugführer die einzelnen Maßnahmen und die Tarnung aus Feindsicht. Das Beziehen der Wechselstellungen wird geübt. Deckung mit Sandsäcken vervollständigen. Der Aufbau auf die Lafette muss schneller gehen. Der Zugführer überprüft Stellungswechsel mit den Schützenpanzern. Der Gegenangriff muss geübt werden. Der Verteidiger ist bereit. An alles ist gedacht. Jeder kennt seine Aufgabe. Ich gehe die Posten kontrollieren. Wohl, Herr Oberbefehlshaber. Langes Warten setzt ein.
ist der Zugführer? Er kontrolliert gerade den Posten. Keine Wahrnehmungen. Feindliche Aufklärung? Ablösung. Wonach riecht es? Sicher ist sicher. Ein Geräusch. Bravo an alle, Alarm! Feindliches Artilleriefeuer. Klar zum Gefecht. Die Milan wird geladen. Feind greift an. Feindliche Infanterie. Während des Gefechtes bei Nacht von Mann zu Mann ist es schwer, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Der Feind durchbricht die Barrikade. Den Vorteil hat der Verteidiger, der aus gut getarnten Stellungen kämpft. Stellungswechsel. Das kaum beleuchtete Vorfeld begünstigt das Vordringen der feindlichen Infanterie. Einbruch. Einbruch bei erster Gruppe! Drei schwer Verletzte! Einbruch bei erster Gruppe! Sammeln zum Gegenangriff! Vorbereitete Sprengung der Halle ausgelöst. Gegenangriff läuft. Schützenpanzer unterstützt Gegenangriff. Eine Handflammpatrone wird abgefeuert. Der Einbruch des Feindes bleibt jetzt im organisierten Feuer des Verteidigers stecken. Feind weicht aus. Der Schützenpanzer ist in seiner Stellung durch die Flammen gefährdet. Wechselstellung beziehen. Verteidiger bereinigt den Einbruch. Die Stellung hat gehalten. Dieser Feindangriff ist abgewehrt.